Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Weltraumstrategen und Überlebenskünstler da draußen. Wir sind beim letzten Mal Zeuge des Endes von Remus geworden und konnten es leider, leider nicht verhindern. Was soll man da machen? Warte mal, hier gäbe es auch noch was, wo wir finden könnten. Jawohl, komm. Hier gibt es jede Menge Eisen nebenan. Das ist so großartig, wir brauchen das ganz dringend. Ja, also Remus ist nicht mehr, aber so wie es aussieht, dürfen wir weiter existieren. Die Frage ist bloß, wie lange noch? Denn ich glaube, dass die früher oder später auch uns hier cashen werden. In der Zwischenzeit können wir noch weitere Dinge hier tun. Zusammenfassung des Scans von Aventin. Vorläufige Daten erhalten viele Ungereimtheiten. Aventin emittiert große Mengen Partikel, die nicht in einer atomaren Struktur gelöst sein dürften. Diese Emissionen scheinen keine physische Gefahr für unsere Wissenschaftsteams darzustellen. Dennoch reichen theoretische psychologische Auswirkungen von unbekannt bis katastrophal. Die Dolos-Sicherheitsprotokolle raten zu äußerster Vorsicht. Wir sind auf dem Planeten gelandet. Aventin ist von einer pulverigen Schicht gelben Schwefels bedeckt. Es rieselt in die vielen Spalten auf der Oberfläche des Planeten. Diese Risse ermöglichen einen spektakulären Blick hinab auf Aventins Kern. Was? So tief? Ganz anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Tellurische Säulen ragen aus dem zentralen, perfekt kugelförmigen Kern und stützen die Planetenoberfläche des Kerns. Der Kern scheint von den von oben herablaufenden Schwefelpulverregen wie ein metallisches Samenkorn zu absorbieren. Erforschen, oder? Ich mache das hier, weil ich die Exoskelette habe. Ich erforsche direkt den Kern. Den Kern des Übels hier an der Stelle. Keine Ahnung, ob es der Kern des Übels ist, aber wir werden es tun. Wir haben in Sektor 5 ein Nahrungsmittelproblem. Das ist kein Wunder bei der schieren Anzahl an Leute. Das heißt also, ich muss dafür sorgen, dass hier ein weiterer Speisesaal gesetzt wird. Ansonsten werden die Leute hier es nämlich nicht packen. Okay, hier wird gerade eben ein Schiff repariert. Das läuft alles so, wie es soll. Ich hoffe einfach, dass uns der blöde Kerl in Ruhe lässt, ne? Mehr können wir gerade eben nicht hoffen. Und wie gesagt, wir brauchen eine bessere Ernährungssituation der Leute hier. Es kann sogar sein, dass einer allein hier nicht reicht. So wie ich das jetzt hier gerade eben sehe. Komm, mach die Straße. Blub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt laufen wir auf Batterie. Hahaha. Ja, das ist alles ganz großartig, dass wir jetzt hier natürlich auf Batterie laufen müssen. Eher nicht so. Das heißt, ich muss jetzt dich hier ausschalten. Jetzt arbeiten wir nur noch mit einer einzigen Stahlfabrikatur. Atomenergie fängt an, eine Option zu werden. So, zurück zu 5. Wie gesagt, jetzt geht es hier einfach darum, die zu ernähren, ne? Müsste eigentlich reichen. Essen haben wir genug. Wir haben jetzt einfach hier bloß einen riesen Bunch an Leuten. So, hier wird die nächste Charge an Leuten trainiert. Nur auf Aventin geht's weiter. Das Team der Lavoisier hat große Schwierigkeiten, ein Untersuchungsprotokoll für den Planetenkern zu etablieren. Nach diversen Versuchen kommt das Team zu dem Schluss, dass die riesige zentrale Kugel mit Elementarteilchen einschließlich Bosonen und Fröstachionen auf selektive und unvorhersehbare Art und Weise interagiert. Es wurden 10 zuvor unbekannte Elementarteilchen identifiziert. Die Daten von der Kernanalyse auf Aventin werden in den kommenden Jahren den Weg ebnen für neue wissenschaftliche technologische Modelle. Cool. Gut, dann werde ich jetzt noch die Oberfläche erforschen, was soll's. Also auf gut Deutsch gesagt, wir haben davon überhaupt nichts gehabt. Danke für den Fluftext.
Kann ich jetzt eigentlich die Romulus-Kolonisierung erforschen? Ne, kann ich immer noch nicht. Kann ich immer noch nicht. Stahlwerke. Ich kann die Energiekosten reduzieren. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dann kann ich das Ding vielleicht irgendwann wieder in Betrieb nehmen. Wir sind an einem Punkt, an dem Energiekosten eine Rolle spielen. Das ist der letzte, der fehlt, Leute. Mhm. Machen wir eigentlich hier die Müllsache hier? Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich würde es sich auch lohnen, Legislativzentren günstiger zu machen in puncto Strom. Okay, also eigentlich müsste das Ding jetzt hier weniger Strom verbrauchen, tut's aber nicht. Ich habe das doch gerade eben erforscht. Nee, es macht... Ah, jetzt doch, jetzt hat es gemerkt. Okay, wollte gerade schon sagen. Ja komm, wir machen auch bei dem Stahlwerk jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Energie sparen. Wie gesagt, hängt ja wahnsinnig... Hängt von wahnsinnig viel ab. So, ist das da oben schon fertig? Ist es. Die Analyse zeigt, dass die massenbestimmten Partikel, aus denen Aventis Materie bestehen, einen veränderten Zustand besitzen. Die Planetenoberfläche enthält viele Isotope, die bisher als unmöglich galten. Viele unserer Theoriemodelle wurden durch die Entdeckungen auf Aventin in Frage gestellt. Leider ist die Planetenoberfläche äußerst brüchig, was jegliche Langzeituntersuchungen gefährdet. Ja, dann sollten wir diesen Planeten vielleicht besser verlassen. Und jetzt hier noch ein Luperkal gehen. Ich habe immer noch die Ratte und weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Auf jeden Fall gibt es ja noch genügend... Oh! Fuck, er kommt doch. Das miese Ding kommt. Wollt ihr mich trollen? Es reicht um 2 Punkte nicht. Dann machen wir noch mal einen kleinen dahin. Dann machen wir einen kleinen dahin. Dann haben wir den Teil immerhin schon mal geschafft. Und wie gesagt, viel mehr können wir gerade eben gar nicht tun. Außer, das jetzt alles endlich zu beschleunigen. Und jetzt kann ich auch endlich sagen, dass hier keine Electronics mehr hingeliefert werden sollen. Die Electronics sollen nun alle... wo machen wir das eigentlich? Machen wir das... Nee, nicht hier. In die 5. In die 5 müssen die Electronics. Klipp und klar. Dass ich jetzt hier so schnell wie möglich Leute machen kann. Ich muss jetzt hier... Warte mal, ich werde es jetzt einfach mal probieren. Kann ich jetzt Kolonisten zurück in die 1 bringen? Das wäre mega cool und ich hoffe, sie bleiben auch Kolonisten. Weil wir haben jetzt hier nämlich einen Wohn... Wir haben jetzt hier eine Bevölkerung von 200... Ne, von 500. Aber einen Wohnraum für 1000. Also ich kann jetzt hier... Komm, warte mal. Kolonisten... Von der 5 in die 1. Genau. Nicht-Arbeitskräfte haben wir 164 in der 6. Das soll dann in die 5 gebracht werden. Ups. 164, also ich kann 160. Darüber transferieren. Hier sind nur Arbeitskräfte.
Wir haben hier noch 482 Nicht-Arbeitskräfte. Also ich kann nochmal 300 Leute von der 3 in die 5 bringen. Und jetzt gucken wir mal weiter. Weil jetzt müssten wir hier richtig ranklotzen. Das Problem ist jetzt hier bloß einfach diese Romulus-Kolonisierung erforschen. Ich weiß nicht, woher ich diese Technologie hernehmen soll. Das ist das Problem. Aber wir speeden jetzt hier nochmal durch. So, die Leute sind angekommen. Hungrig sind sie zum Glück auch nicht. Und hier wird weiter produziert. So, jetzt muss ich die Batterien auf 100% hochladen. Yay. Großartig. Wir sind hier oben fertig. Zusammenfassung der Daten. Die Scans auf Lupercalo brachten ungewöhnliche Daten. Auf den Planeten gibt es zahlreiche Anomalien sowie eine höhere Konzentration an Kohlenstoff-Otropen. An die Allotropen, Entschuldigung. Die Atmosphäre von Lupercal ist sehr dünn und toxisch. In den leichten Winden des Planeten bewegen sich sichtbare Partikel. Die Oberfläche ist mit einer eindrucksvollen Menge an Diamanten verkrustet. Die dünne Atmosphäre wird nun wenig Schutz bieten. Wir haben einen Studienort gewählt, der nur selten direkt Ilia, dem Stern des Systems, ausgesetzt ist. Jeder Anstieg der Oberflächentemperatur könnte die Sicherheit des Teams gefährden. Nee, ich mache einfach nur eine intrusive Analyse. Das ist es mir jetzt gerade eben echt nicht wert. Das scheint nicht so zu sein, als ob mir das jetzt hier wirklich hardcore weiterhelfen würde. Zumindest ist das so mein Eindruck. Kohlenstoff und 50 Forschungspunkte. Das Licht der Explosion wurde von den schwebenden atmosphärischen Partikeln und den Diamanten auf Lupercalos Oberfläche reflektiert. Für einen kurzen spektakulären Augenblick war der trübe Himmel hell erleuchtet. Bei der Analyse der Rückstände wurden Anomalien im Verhalten der Partikel festgestellt. Wir haben einige Kohlenstoffpakete zum Abtransport vorbereitet. Nice, wir verlassen den Planeten und nehmen hier nochmal ein bisschen Tech mit. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an die letzte Tech rankommen soll. Aber ich glaube, dass es jetzt Sinn macht, das Atomkraftwerk zu erforschen, Leute. Brauche mehr Energie. Brauche mehr Energie. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich bei 1 machen wollte. Ich wollte bei 1... Ah nee, warte mal. Bei 1 geht ja gar nichts. Habe ich überhaupt noch einen Wasserstoffspeicher hier? Nicht unbedingt. Dann machen wir jetzt hier mal einen Wasserstoffspeicher hin. Das Problem ist, ich kann halt gar nicht mehr so viel einsparen, ne, wie theoretisch notwendig wäre. Ich muss mehr Energie durch ein Atomkraftwerk machen. Wir kommen kaum drum rum. Okay. Wie weit seid ihr hier? Also die Drohnenbucht. Ich kenne mich hier nicht mehr aus, ich sag's euch. So, wir haben hier immer noch 176, das ist zu wenig für die nächste Charge. Es sind immer noch in Sektor 3 182 Nicht-Arbeitskräfte. Die müssen in Sektor 3 gehen.
Entschuldigung, in Sektor 5, genau. Von Sektor 3. Und 157 hier. Okay. Ich kann nochmal 100 von 5 in 1 übertragen. Kolonisten von 5 in 1. Einfach um ein bisschen Platz zu schaffen, ne? Wir haben schon mal 81% jetzt hier. Dann muss ich hier aber auch noch, weil ich jetzt muss ich das Atomkraftwerk halt irgendwie hier bauen, ne? So, die Wasserstoffnummer hier rein. In Sektor 5 fehlt jetzt Wohnraum. Ich kann es nicht ändern. Wo ist er hier? Du hast jetzt das hier eingesammelt, dann gehst du jetzt hier weiter nach Numitor. Boah, das Ding hat auch schon wieder die halbe Strecke zu uns jetzt hier geschafft. Dieses miese, dreckige Teile, ich sag's euch. Mhm. Zum Glück sind wir ja langsam. Wie nochmal was? Also gut. Wo haben wir das Ding? Ah, hier bei Fabriken. 5 Electronics! Naja, ich sehe es von der positiven Seite. Es passt hier immerhin herein. Also gut, ich brauche jetzt hier Electronics in der 4. Gucken wir mal, wie viel ich jetzt hierher bekomme. Und ich brauche Stahl, dass es knallt. Geradezu gruselig. So, uns fehlen noch 500. Wie viele haben wir denn hier, die noch nicht Arbeitskräfte sind? 78. Wir haben hier 1000 Siedler, die ich jetzt hier auch erstmal wieder wegräumen will. Ne? Wir können jetzt in die 3 Leute wieder zurückräumen. Lass mal, ohne Witz, 500 in die 3 zurückräumen. 500 Kolonisten in die 3. Wo haben wir denn jetzt hier noch 198 Nicht-Arbeitskräfte von der 1? Ach Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil... Von der 1 in die 5. Ne, weil ich kann... Warte mal, doch. Ach doch, ich... Ich kann exakte Zahlen machen. Das muss man mir auch mal sagen. 4 Nicht-Arbeitskräfte von 6. Jawohl. Und 157 von der 2. Nochmal 59 von der 3. Hier gibt es gar keine. Dann müsste ich alle haben. Gucken wir mal, ob das jetzt hinhaut. Gott sei Dank, ich habe gerade eben gemerkt, dass ich das hier von Hand eingeben kann. Ansonsten hätten wir das nämlich nicht machen können. So, die gute Nachricht ist, dass die jetzt hier keine Electronics mehr brauchen. Und die Electronics jetzt hier nur noch dafür gebraucht werden.
Trotz der geringen Durchschnittstemperaturen auf Numitor wurden in der Atmosphäre des Gasplaneten eine normale Wärmezone entdeckt. Wir sind in Numitors Atmosphäre eingetreten. Sie ist trüb und blutrot und macht es nahezu unmöglich, etwas zu erkennen. Extreme Druckwerte werden nahe der flüssigen Planetenkerns gemessen. Warten auf weitere Anweisungen. Ich werde auch einfach wieder nur eine invasive Analyse durchführen. Ich hoffe, dass das Ding invasiv für den Planeten ist und nicht für uns. Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Der Gag ist, man kann das ja sich so ein bisschen ercheaten. Seht ihr das? Das ginge tatsächlich. Na toll, jetzt haben die hier natürlich einen Unfall. Genau das will ich jetzt sehen im Notfall. So, macht noch mehr hier. Uns fehlen nicht mehr viele. Und wie sieht es hier in der 4 aus? Hier fehlen einfach immer noch so viel Stahl. Wir haben das Problem, dass wir einfach nicht genügend Stahl haben. Das ist ein enormes Problem. Tatsächlich kann ich dich hier stilllegen und dich hier auch. Das spart schon mal ein bisschen Energie und lädt dadurch schneller die Batterien. Geil, hier brennt's. Super. Genau das will ich sehen. Die hier kann ich auch mal gerade immer stilllegen. Die gute Nachricht ist, dann kann ich den jetzt hier auch mal stilllegen, weil wir brauchen dich gerade eben nicht mehr, weil wichtiger ist tatsächlich jetzt der Kollege. Wie sieht's hier aus? Die Arbeit an der Lavoisier hat keinerlei relevanten Daten geliefert. Okay, dann verlassen wir den Planeten. Der Tempel des gesunden Menschenverstandes. Yay. Ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen. Okay, Zusammenfassung der Daten über die astanglitischen Tempel des gesunden Menschenverstandes. Unsere Sonde hat den astanglitischen Tempel des gesunden Menschenverstandes gefunden, der sich manifestiert hat, dass wir ihn orten konnten. Er sendet schwache elektromagnetische Signale aus und scheint trotz seiner Neigung mit Energie versorgt zu werden. Hier spricht das Team der Lavoisier. Wir haben den Tempel des gesunden Menschenverstandes angedockt und dort eine Inschrift in verschiedenen Sprachen gefunden, die sich um eine Tempelsäule windet. Hier schließen wir die Illusion des gesunden Menschenverstandes ein, eine moralische Gewohnheit, deren Ursprung sich in der Dunkelheit der Köpfe verliert, die sie ausüben. Die Wissenschaft hat wiederholt gezeigt, wie kontraintuitiv die Realität ist. Wir müssen den gesunden Menschenverstand erschaffen, sodass nur Empathie und Pragmatismus in dieser reinsten Form zurückbleiben, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Wir haben den Raum gefunden, in dem sich einer der drei Bauplanteile für das Biotechnologiezentrum befindet. In den Räumen befinden sich Gebäude und Erzeugnisse derer, die den gesunden Menschenverstand und seine Voreingenommenen gewahr wurden. Ich hole das Ding und verlasse den Tempel. Mehr will ich gar nicht tun, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss ja noch den anderen Tempel mir hier noch anschauen. Wir haben jetzt fast alle. Zusammenfassung. Das Team hat das Fragment geholt. Schön, cool. Also dann gehen wir hier noch zu diesem Tempel des Willens. Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass wir nicht mehr die Zeit haben für diesen Klabberdatsch. Ich weiß, es ist in letzter Zeit mein Lieblingswort. Wurde im Stream schon drauf angesprochen. Ich weiß auch nicht warum. So. 95 Kolonisten trainieren. Dann haben wir alle. Dann sollten wir alle haben. Hoffe ich.
Ich hoffe jetzt bloß, dass hier jetzt nichts Dummes passiert. Unsere Sensoren haben den Aslanglitischen Tempel des freien Willens lokalisiert. Das Gebäude sendet schwache elektromagnetische Signale aus, die kaum wahrnehmbar sind. Trotz seiner baufälligen Substanz wird der Tempel noch immer mit Energie versorgt. Hier spricht das Team der Lavoisier. Wir haben den Tempel des freien Willens angedockt. Im Innenhof befindet sich eine Inschrift mit mehreren Sprachen. Hier schließen wir die Illusion des freien Willens ein. Diese fiktive Narrative hindert uns daran, zu sehen, was wir sind und was wir tun können. Es gibt keine Wahl, denn die Beweggründe, die uns eine Wahl treffen lassen, existieren bereits vor der Wahl. Naja, das stimmt nicht ganz. Man kann auch unvernünftige Wahlen treffen, aber an einem Punkt haben sie recht. Der freie Wille hat natürlich Einschränkungen, aber durch die Umweltbedingungen. Aber trotzdem hat man in der Regel eine Wahl. Das Problem ist bloß, dass es wiederum sehr, sehr viele einschränkende Faktoren gibt, die das bestimmen. Wir folgten den Anweisungen der Astrangliten und fanden den Raum, in dem wir eine der drei Baupläne für das Biotechnologiezentrum aufbewahrt wird. Der Tempel enthält viele Gegenstände und Zeugnisse von erfreuten Menschen, die vom freien Willen befreit wurden. Ich hole einfach nur dieses dämliche Fragment und habe dann die Nase voll. So, ich prüfe gerade eben nur noch mal ganz vorsichtig. Habe ich auch wirklich alle weggeholt. Hier gibt es keine Nicht-Arbeitskräfte mehr, keine Nicht-Arbeitskräfte mehr. Keine Nicht-Arbeitskräfte mehr, keine Nicht-Arbeitskräfte mehr. Hier sind wir bei den 96 Nicht-Arbeitskräften, die gerade ausgebildet werden. Ja, wir haben alle gerade eben dabei, die ausgebildet werden. Obwohl ich hier nur 95 gerade mache. Okay, den Teil haben wir geschafft. Sehr gut, also den Teil haben wir jetzt auch geschafft. Und wir haben das letzte Fragment. Gut. Was mache ich jetzt bloß? Kann ich jetzt diese Tech machen? Nee, kann ich immer noch nicht. Wie erforsche ich jetzt diese Romulus-Kolonisierung? Gibt es hier noch irgendetwas, was nach Quest aussieht? Nö. Nur noch weiteres Gedöns. Die Batterien sind auf 100%. Ich würde es erwarten... Oh, natürlich brennt es jetzt hier. Ich würde es erwarten, dass mir das Spiel jetzt hier ermöglicht, entscheidende Technologien zu erforschen. Toll, natürlich sind die Batterien... Natürlich sind es die Batterien gewesen, Leute, ne? Die Batterien, die jetzt wieder neu gefüllt werden müssen, weil sie fucking gebrannt haben. Darf ich sauer sein? Ich hoffe ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir brauchen hier noch mehr Arbeitskräfte. In Lö... 4. Keine Ahnung, wie viel haben wir denn hier? 200 Arbeitskräfte. Wisst ihr, es sollte hier drin stehen, wie viele Arbeitskräfte man tatsächlich hier gerade eben braucht. 118. Hier machen auch schon Überstunden. Die sind optimal. Die könnten noch 25 abtreten. Die 2 kann also an die 4 25 Arbeitskräfte abtreten. Und bleibt trotzdem ideal. Das finde ich gut. Und dann sorgen wir jetzt dafür, dass hier nochmal ein paar Legierungen rauswandern hier. Gar nicht so sehr hierhin. Gar nicht so sehr hierhin. Wie gesagt, hauptsächlich in die 4 brauchen wir das gerade. Ja,
Ja, bereite die Kolonisten vor. Das habe ich doch getan. Was soll ich denn jetzt noch tun, liebes Spiel? Erforsche Romulus-Kolonisierung. I don't know. Also ihr seht mich gerade eben ein bisschen am Rätseln, ne? Ich werde es rausfinden. Die eine oder andere Art und Weise. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.